Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Mafia 3 mit Talanor. Genau. Heute muss ich mal schauen. Wir müssen als erstes, also zum einen müssen wir Rede mit Burke, aber, mein Gott, ist das weit. Wir müssen dringend hier zum Haus. Wir haben $21.000 in der Tasche. Das ist natürlich viel zu viel. Und mit dem können wir auch noch reden, okay. Den fahren wir da jetzt hin, locker flockig. Und deponieren erstmal die Kohle. Ich dachte ja ein bisschen, ne, nach der GEMA-Regelung. Sekunde, ich muss mal eben hier Mikro ein bisschen, beziehungsweise den Sound ein bisschen runterdrehen. Zumindest für mich. Ich dachte ja, nach der neuen GEMA-Regelung irgendwie hätte sich das erledigt, dass hier Titel gesperrt werden und alles Mögliche. Dem war aber nicht so. Ich muss jetzt wieder ein Video nachbearbeiten. Und das, ehrlich gesagt, das nervt mich ein bisschen an Mafia 3. Also da ist jedes Lied irgendwie, beziehungsweise fast jede Folge, muss ich da irgendwie das Video nochmal nachbearbeiten. Ich meine, YouTube macht das ziemlich angenehm. Es gibt so eine Funktion, nachbearbeiten. Aber dennoch, ne, es ist halt irgendwie ein bisschen nervig. Jedes Mal, Titel ist in ihrem Land nicht verfügbar und so weiter. Naja, gut. Aber das ist ja Jammern auf hohem Niveau, ne? Es geht ja dennoch. Am Anfang hatte ich ja richtig Schiss, dass es auf einmal gar nicht geht. Das wäre natürlich richtig ärgerlich. So ist es einfach lästig, würde ich sagen. Richtig lästige Angelegenheit. Naja, Käfer, cool. Ja, ansonsten, keine Ahnung, ich habe wieder angefangen, weiß nicht, ob ihr das, Quatsch, nee, wisst ihr ja gar nicht. Ich habe wieder angefangen, ein bisschen gesünder zu leben. Ne, ich hatte eine Zeit lang auch mal sehr, sehr, sehr gesund, ne, fast nur Gemüse und Kartoffeln und sowas. Also abwechslungsreich, aber kein Fleisch und alles. Und jetzt habe ich angefangen, mir wieder Säfte zu pressen. Und ich muss sagen, so, falls ihr das noch nicht ausprobiert habt, ist unglaublich lecker. Ich trinke gerade einen Sellerie, Gurke, Zucchini und ja, das reicht im Grunde schon, aber ich habe noch einen Apfel reingehauen und ein bisschen Ingwer. Und ich kann echt sagen, super erfrischend, super lecker. Naja, ist jetzt nicht ganz Mafia-Ganoven-Style, ne? Aber tut gut. Kann ich wirklich empfehlen. Ist auch anders wie jetzt hier der gekaufte sonst irgendwo. Natürlich bestenfalls auch Bio-Sachen daneben, damit kein Glyphosat drin ist, denn sonst hebt es die Wirkung letztendlich auf. Aber gut, das sind alles krasse Themen. Naja, dennoch erwähnenswert, finde ich. Gerade die Ernährung, ne? Mein Gott. Ich esse ja auch mega gerne, also Pizza, Schnitzel und all so ein Gedöns, Burger. Und an sich genommen ist das ja nichts Schlimmes, ne? Also für sich genommen. Nur die Masse, ne? Mittags Schnitzel, abends Pizza, da wird's schon ein bisschen komisch, würde ich sagen. Naja, schaut mal die Stadt bei Nacht. Welch Freude, welch großartiger Anblick. Und hier muss ich mich mal einmal durchboxen. Zack. Jo. Sind alle ein bisschen verwirrt. Ob dieser Aktion. Wie gemütlich die auch weitergehen hier, ne? So ganz schleichend. So, einmal die Kohle rein. Was ich ein bisschen schade finde, ist. Was ist denn heute mit mir los, ne? Ich rede dauernd, was schade ist, was schlecht ist. Aber, egal. Ist heute so. Was ich schade finde, ist, dass sich das Haus hier nicht irgendwie verbessert. Oder geht das? Ne, dass ich das so ein bisschen wieder aufbaue. Ich meine, ich habe ja mittlerweile so ein paar... ein bisschen weit auf der Kante und könnte doch hier sicherlich irgendwas investieren. Pennen legen kann ich mich auch nicht. Ne. Das fände ich noch cool, ne, wenn man so quasi sagen kann... Putztrupp einmal durchs Haus, Handwerker rein und so, dass das so ein bisschen nochmal schöner wird. So, da steht er bereit. Kann ich denn irgendwie... Ich
kann noch. Wie war denn das? Ne, das die Waffe ziehen ist nicht so cool. Ne, das wollte ich auch nicht. Oh, das Boxen. Es gab doch irgendein. Das Pfeifen. Es gab doch hier irgendeine Taste, mit der ich anrufen kann. Oder? Mein Gott. Mausrad. Genau, Mausrad war es. Betty, versteck deine Knie. Oh, okay, das geht. Gratis, okay, da kann ich, muss ich quasi gar nicht ins Haus fahren. Waffenhändler, mhm. Überfallkommando, sehr schön, eingefallen. Das sind so die Gefallen, aber kann ich irgendwo mein Auto, das lässt mir keine Ruhe, ne? Der eine Typ da im Video, der hatte so einen aufgetunten mit Pipes an der Seite und alles Mögliche. Das fand ich ja fett. Und da habe ich mich gefragt, gibt's hier vielleicht sowas? Also fahr doch, du Penner! meine Herren, was ist hier denn nur los? So, aus dem Weg. Ja, der hier jetzt noch mit ein bisschen Pipes, ne? Und Doppelrohr aus Puff hat er ja schon. Ne, hat einfach, siehst du. Können wir auch noch nachlegen hier. $40.000 auf der Kante. Das ist doch mal was Schönes. Hier muss ich jetzt irgendwie rechts, ne? Oh, weg mit der Ampel. Da kommt die Polizei. Guten Tag. Was denn hier? Schmuggelware. Ah, okay. Greife diesen Bezirk an. Ah, wir machen aber erst hier noch, fahren wir zu dem Typen. Also, ne, falls ihr Tipps habt, Tricks habt, irgendwas denkt, irgendwas wisst, was ich hier noch ausgelassen habe, schreibt es mir gerne in die Comments. Ich freue mich. Ja, freue mich darüber. Komm jetzt hier mit deinem Brezel, Käferverschnitt. Oh. Hier muss ich auch nochmal. Ah, da kommt die Polizei unnötigerweise und dann. Hier wird Ärger, sonst hätte ich ihn gerne geboxt. Einmal boxen, bitte. So. Was? Na komm. Nie mit. So, jetzt haben wir schon wieder zwei. Das ist doch ganz großartig. Ach, die Kohle hier brauchen wir nicht. Ich lauf. Na komm, wir fahren. Geil. Ja. Dimdi, dimdi. So. Da wären wir. Das war mir doch glatt zu weit zu laufen. Keep out. Moin. Nanü? Ach da. Ist dir irgendwer gefolgt? Roy schiebt Panik. Vor Greco? Vor dir? Hab gehört, er schläft jetzt im Lagerhaus. Ist der einzige Platz, wo er sich sicher fühlt. Und das ist Buggy, ne? Das heißt, ich krieg ihn doppelt an. Sobald er erledigt ist, gehen wir rein. Vito kriegt das in den Griff. Du wirst schon sehen. Na gut, was machen wir jetzt? Ah, jetzt darf ich den hier angreifen. Perfekt. Sehr gut. 375 Meter. Ich brauche meine Karre nochmal. Zack. Jo, fett. Fettes Lied wieder.
Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. So, weiter geht's hier mit der Auto, mit dem Auto. Terö, terö. Ich hab's gecheckt, ich hatte irgendwie eine Soundeinstellung falsch. Jetzt müsste es stimmen, ihr dürftet jetzt nicht mehr doppelt hören alles. Und jetzt hier nochmal links um die Ecke. Oh, da hat er gut gebremst, der Kerl. Ich sag's euch, jetzt wird geballert hier. Ich hab schon richtig Bock da drauf. Guck mal hier, was sagt der Kollege? Will der zur Bürgung? Nee. Der raucht nur. Glück gehabt, mein Freund. Puh, habe ich eine Granate? Das wäre sehr sinnvoll. Vielleicht so eine schusssichere Weste, das wäre auch nicht das Schlechteste jetzt. Hier? Hier ist nichts. Okay. Na gut, Leute, dann gehen wir jetzt rein hier und machen da Radau. Aber hier ist hier ein Schalter. Nee. Zwar ein Schalter, aber keiner, wo ich reinkomme. Leiter. Ah, ich glaube, ich muss hier irgendwo anders reingehen. Hier an der Seite sieht es schon mal gut aus, ja. Da könnte ich reingehen, aber da steht doch ein Wachposten hier drüben, oder? Nee, die sind alle drin. Hier der Kasten, kann ich den nehmen? Okay, gut, dann erstmal den Waffenschrank. Und schön die Weste rausgenommen. Schau mal, dann kriegst du hier bestimmt noch die zwei Schuss, oder? Nein, komm ich nicht. Komm ich denn hier einen hingelockt? Ja. Bekomme ich. Boah, hier sind viele, ne? Sehr cool. Wie er so ankommt und gar nicht weiß, was ihm blüht. So, Nummer 1. Okay. Kommt keiner mehr hier angerollt. Dort da rein, Junge. So. Hast du das? Damn! Cool, ne? Wir haben mal, wir kriegen Shit. Alle ein Stück von ihm, aber ich zuerst. Shit! Gut. So viel zu laut los. Um mich zu verletzen, braucht es mehr als dich. Wo sind sie jetzt? Wir haben einen Gast. Ich hab ihn entdeckt. Jawohl. Bam! Da nehme ich doch hier noch ein bisschen Zeug. Aus dem Nichts! Da drüben! Oh. Jawohl! Guten Tag!
Kollege. Zu spät, um abzuhauen, Junge. Auch weg. Er hat mir den Weg abgeschnitten. Wenn der Jäger zum Gejagten wird. Wenn der Gejagte zum Jäger wird. Muss natürlich heißen. Ruhe nachladen. Ach, da von oben schießt jemand. Ist ja unangenehm. Unangenehm, so eine Kugel im Rücken. Oh. Nee. Ach, shit. Nein. Wo laufen die denn alle hier hin, ey? Da ist ja noch einer. Scheiße. Ich sehe ihn. Oh, fuck. Wo sind hier? Wo sind? Da kommt schon wieder einer. Mein Gott. Seht euch all das Blut an. Den ganzen Blut hat einen erwischt. Ich hab ihn. Da, wer ist... Dann komm um die Ecke, Junge. Der eine rockt noch vor sich hin. Hey, ich sehe. Wir haben noch einen Toten. Jo, noch einen Toten. Sind aber echt viele, muss ich sagen. Ein Schuss und du bist erledigt, Arschloch. Verdammt. Nein. Keine Deckung. Ich hab das Böse erwischt! Wir haben einen Mann verloren! Ah, bisher geht's ja, würde ich sagen. Was zum. Wurde vergossen. Hey, was? Bleib du mal schön liegen. Boah! Nein! War hier einer? Ich seh's nicht! Da ist einer! Meine Herren, was ist denn hier los? Hilfe! Ich kauf ihn mir! Da bist du also. Bam! Das war echt eine gute Idee mit der Verstärkung, muss ich sagen. Das macht so direkt viel mehr Bock nochmal. Zack, und du jetzt auch noch. So viel Blut. Haben wir sie jetzt alle? Ja, ne? So, Kollege. Na, wie ist es? Kann doch nicht sein. Ja, ein bisschen angestrengt, ne? Ist noch nicht gekommen. So, den haben wir. Kommt da noch einer oder was? Da kommt noch einer? Ich muss nachladen. Verdammte Kacke. Tut das weh. So. Gut. Gehäutet, Schmatzlupf. Ey. Immer noch einer. Ist noch nicht gekommen. So, Kollege. Wir hatten hier eine kleine Zwischenunterhaltung. Irgendwie siehst du ein bisschen angeschlagen aus. Anwerben. Ja, komm. Ich kann's für dich rumreißen, Roy. Komm in meine Crew. Toll, das klingt toll. Was immer du sagst. Siehst du? Sieht doch schon besser aus. Jo. Ja, sehr nice, Leute. Jetzt haben wir die Schmuggelgeschäfte auch noch in unserem Besitz sozusagen. Dr. Bruno kann deinem Körper helfen, eine Menge einzustecken. Sehr cool. Dann machen wir nochmal hier Vito zuweisen.
ein bisschen Verstärkung rufen. Ich brauche euch Jungs beim Lagerhaus, um den Schmuggelbetrieb zu sichern. Ich schick sie dir. Und Lincoln, nur weil Greco ein Idiot ist, ist er noch kein Weichei. Guten Schluck Saft noch. Leute losschicken, um dich zu killen. Pass auf dich auf. Greif dir Greco und schlag ihn von mir aus windelweich, aber bring ihn nicht um. Das erledige ich. Ich war im Zweiten Weltkrieg im 3. Zug Kompanie C Panzerzerstörungsbataillon 614. Ich war zwar ausgebildeter Sanitäter, hatte aber trotzdem eine Waffe. In unserer Einheit waren alle schwarz. Die Armee wusste nicht, wohin mit uns. Jedenfalls wollten sie, dass wir nicht mit den Weißen zusammenkämpfen. Klimbach. Klimbach war ein kleines französisches Städtchen in der Nähe der deutschen Grenze. Und wir hatten den Befehl, es einzunehmen. 3 von den 4 Abwehrkanonen, die wir hatten, hatten die Krauts kassiert. Aber aufgeben kam auf keinen Fall in Frage für uns. Wir waren fest entschlossen zu beweisen, dass wir mindestens genauso gut, wenn nicht gar besser waren als die ganzen anderen Soldaten in der Armee. Ich rede nicht gern über Auszeichnungen, die ich bekam. Wenn ein Mensch sowas überlebt, dann nur durch die Gnade Gottes. Ich finde es nicht richtig, sich mit Blechstücken dafür zu dekorieren. Außer Ihnen und John Donovan weiß es niemand. Nicht, dass ich mir große Mühe gegeben hätte, es geheim zu halten. Es hat nur niemand danach gefragt. Okay, Leute, das war's für diese Folge. Hat mir wieder mega Laune gemacht. Wie gesagt, lasst mir gerne ein Like da, einen Kommentar oder abonniert meinen Channel. Es folgen natürlich weitere Folgen. Ja, und daher wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr die Folge schaut, und sage bis bald.